Also ich habe vor 12 Jahren meine Lehre bei der Firma Seele begonnen als Konstrukteur. Und nach Abschluss meiner Lehre habe ich dann von der Firma aus nach London wechseln dürfen für 6 Monate. Und wie ich von London wieder zurückgekommen bin, habe ich meine Matura nachgeholt und habe dann in die Projektleitung wechseln dürfen. Und seit so circa 6 Jahren mache ich als Projektleiter selbstständig meine eigenen Projekte. Das Unternehmen Seele Austria mit Sitz in Schörfling realisiert weltweit Visionen namhafter Architekten. Dabei werden Projektmanager und Konstrukteure vor interessante Herausforderungen gestellt. Wir werden immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, wie eben beim letzten Projekt in Centrepoint in London, wo eben eine der Hauptherausforderungen der eingeschränkte Platz. Das war eben direkt in der New Oxford Street in London. Und wir haben eben dadurch die Logistik just in time einplanen müssen, haben nur liefern können, was am Platz vorhanden war. Das hat es erschwert und zusätzlich war die Herausforderung noch, dass ein Denkmalschutz am Gebäude war. Das spannendste Projekt war für mich bis jetzt das Projekt in Bangkok, Mahanakhon heißt das Projekt, und das ist ein Zylinder komplett aus Glas und da ist in der Mitte ein Lift. Als Konstrukteurin hat man die Aufgabe unter anderem, dass man zum Beispiel die Architektenpläne so weit ausdetailliert, dass sie umsetzbar sind. Ich bin seit 22 Jahren bei der Firma Seele und früher haben wir noch am Zeichenbrille gearbeitet. Jetzt wird alles in 3D gemacht, also die Architekten fahren voll drauf ab. 3D deshalb, weil die Projekte jetzt immer umfangreicher und komplexer werden und wir dadurch natürlich auch immer aufwendigere Machbarkeitsstudien durchführen müssen. Eben ist das ganze Projekt überhaupt technisch lösbar, baubar, ausführbar. Eine von meinen Aufgaben ist eben die Programmierung von automatischen Modellauswertungen. Wie sehr ist das Glas geneigt, sodass Wasser noch wegrinnt? Seele Austria, ein Arbeitgeber mit interessanten und spannenden Aufgaben.